Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Cyber-News-Ankündigung. Denn seitdem wir die 1.8, die 1.8 sage ich schon, auf die 1.11 gewechselt sind, haben wir im Hintergrund noch ein bisschen was gearbeitet. Ein paar Kleinigkeiten habt ihr vielleicht schon in den vergangenen Tutorial-Videos gesehen. Und heute haben wir den ersten richtigen Spielmodus eingefügt. Wir hatten ja schon diese Zeit leider nicht funktionsfähigen normalen Spiele laufen. Zurzeit nicht funktionsfähig, weil bei der Rennbahn und vor allem bei der Kartbahn noch ein paar Sachen rumpacken, die ich noch einstellen muss, die ich aber noch nicht richtig hingekriegt habe, und in den PvP-Gebieten die Warps noch nicht funktionieren. Wird aber alles noch gemacht. Aber auf jeden Fall zu dem neuen, das die Spleef Arena. Also die Arena ist erstmal zum einen zum Test. Einfach draufsetzen, so warpen. Und dann seid ihr eigentlich auch schon da. Es ist jetzt erstmal nur eine relativ einfache Arena. Wir haben noch keine Zuschauertribünen. Da hinten ist eine weitere Testarena, die wir noch nicht zum Laufen gekriegt haben, weil wir bisher noch mit den eckigen Sachen klarkommen. Weil dann auch irgendwas mit den Commands nicht parallel zu den Beschreibungen läuft, die wir denn dann so haben. Naja, wie auch immer. Wir haben auch schon mal ein bisschen rumgetestet. Der jetzt hier hat mich platt gemacht, ja. Aber was soll's. Wir haben ein kleines Scoreboard zu dem Thema. Das heißt, wir können auch gucken, wie es steht. Und ihr könnt in die erste Arena joinen. Was habe ich das einfach mal gemacht? Und da seid ihr auch schon drin. So, unter uns ist dann die Startposition. Ich kann jetzt leider nicht starten, weil ich zurzeit alleine auf dem Server bin. Aber naja. Und ihr könnt auch über das Anklicken des unteren Schildes leaven. Dann seid ihr wieder raus. Und das ist eigentlich auch schon alles. Wie es Spleef an sich funktioniert, denke ich, ist nichts Ungewöhnliches. Man wirft halt entweder mit Schneebällen oder baut eben die Blöcke unter sich ab. Und dann läuft das alles so. Leider, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ich sehe euch dann mal. Und bis denn und tschüss.